Das Spiel des Jahres 2014. Also wir waren kurz davor, zum ersten Mal, seit wir diese Wahl machen, die Auszeichnung tatsächlich nicht zu vergeben. Natürlich haben wir viele Spiele mit Awards gefeiert, mit Gold und Platin, aber das war das erste Mal, dass wir das Gefühl hatten, dass da vielleicht kein Spiel dabei ist, das im Gesamtpaket, und man muss bedenken, Spiel des Jahres sollte halt über seine Nische, sein Genre oder sein Thema hinaus noch irgendetwas anbieten. Das war dieses Jahr wirklich sehr schwierig. Ja, Spiel des Jahres. Das Spiel des Jahres zu finden, ist uns sehr schwer gefallen dieses Jahr. Es gab einige gute Spiele, aber es gab wenige Spiele, die wirklich herausragend waren, die versucht haben, was Neues zu machen, die das auch erfolgreich, konsequent durchgezogen haben, die innovativ, einfallsreich waren. Es waren einfach viele Fortsetzungen und viele HD-Remakes dabei, die gute Wertungen eingefahren haben. Es waren einfach Titel, die für sich was gut gemacht haben, aber jetzt nicht so viel Strahlkraft haben, dass sie irgendwie, dass ich sie jetzt als Spiel des Jahres sehen würde. Es gibt viele Spiele, die ich dieses Jahr sehr gerne und sehr lang gespielt habe. Gibt es eines dabei, wo ich sagen würde, wow, das hat einen Eindruck hinterlassen, wie die Spiele des letzten Jahres, wie zum Beispiel Bioshock oder The Last of Us? Nee. Bisher war es so, dass wir immer versucht haben, Spiele auszuzeichnen, die im Gesamtpaket am intensivsten und am nachhaltigsten unterhalten haben. Und das konnten auch Titel sein, wie zum Beispiel, letztes Jahr war es The Last of Us. Da stimmte alles. Die Story, die Technik, das Spielerische. Das sind quasi die Dinge, die wir uns eigentlich wünschen. Und das sind natürlich letztlich immer AAA-Produktionen. Und die haben auch die meisten Spiele des Jahresauszeichnungen bei uns gewonnen. Es gab dieses Jahr keine einzige AAA-Produktion, die sowohl technisch als auch inhaltlich, als auch erzählerisch, als auch in Sachen Regie wirklich Zeichen gesetzt hat. Und das ist im Grunde ein Armutszeugnis auch für diese Spiele, ja. Dass die großen Hersteller nicht in der Lage sind, gewesen sind zumindest, diese Qualität auf diesem hohen Niveau zu erreichen. Das einzige Spiel, was letztlich Potenzial hatte, dem Ganzen auch einen Wink zu geben, also der Branche einen Wink zu geben, das einzigartig auf seine Art und Weise etwas anstößt, das war letztlich This War of Mine. Und zwar, weil das Thema Antikriegsspiel, wir fordern das seit Jahren in Kolumnen, in Kommentaren, fordern wir, dass sich diese Spielewelt auch bewegen muss. Auch was das moralische Nachdenken angeht, auch was Situationen angeht, die mit Schmerz und Krieg zu tun haben, die halt über das hinausgehen, was viele Spiele sonst tun, und zwar den Heldenstatus zu potenzieren. Da gab es zwar schon Ansätze, zum Beispiel in Spec Ops gab es Ansätze, die mich zu moralischen Entscheidungen gezwungen haben, aber in This War of Mine ist das tatsächlich so, dass ich permanent mit dieser Situation konfrontiert werde, dass ich letztlich nicht der Held sein kann. Ich kann meine Familie schützen, aber ich muss dafür letztlich Zivilisten oder andere unschuldige Leute in Bedrängnis bringen. Und dass es eben nicht dem Trend folgt, ein Spielerlebnis an den Spieler ranzuführen und ihm alles sehr einfach zu machen und zu Füßen zu legen, sondern ihn auch fordert, emotional vor allem fordert. Ausgezeichnet werden sie dafür, dass sie mit This War of Mine ein Spiel zu einem unheimlich schwierigen Thema gemacht haben, eines der ersten echten Antikriegsspiele geschaffen haben, in denen man nicht an Kampfhandlungen beteiligt ist und den Krieg aus der Sicht eines Zivilisten darstellt oder einer Gruppe von Zivilisten darstellen. Und das Ganze auf so eine eindrückliche Weise tun, dass man spielerisch ein sehr gutes Bild von den Situationen in einer belagerten Stadt bekommt. Also was die Zivilbevölkerung erleiden muss während eines Krieges, welche drastischen Entscheidungen sie treffen muss. Ich kann nicht sauber aus diesem Krieg hinauskommen. Und das ist letztlich ein wichtiges Spiel, weil es auch zeigt, dass es über den reinen Spaß hinaus Dinge gibt, die dieses Medium erzählen kann und die dieses Medium auch zu einem Erlebnis machen können. Und dazu gehört auch das Reflektieren über die eigene Situation, auch über die eigene Macht und die eigene Moral. Und es gibt viel zu wenig Spiele, die das überhaupt ansprechen. Obwohl wir lange überlegt haben, ob wir überhaupt eine Auszeichnung geben,
war es letztlich, wäre es sehr schade gewesen, wenn gerade dieses Spiel, das ja auch in Unterkategorien gewonnen hat, wenn gerade dieses Spiel dann, das zumindest thematisch sehr kreativ ist und auch sehr wichtig ist für diese Branche, wenn dieses Spiel dann leer ausgeht. Und deswegen haben wir uns am Ende für This War of Mine entschieden. Und das war für uns der Grund, weshalb dieses scheinbar kleine Spiel einfach das Beste ist, was das Spielejahr zu bieten hat.